Hallo und willkommen vorher zu einer neuen Runde Pokémon Schwarz Edition 2. Ja, und wie ihr seht, ich möchte heute versuchen, nach seht ihr dann alles. Ja, dann würde ich mal sagen, beginnen wir jetzt. Also wir laufen jetzt hier erstmal hoch. Und ich wollte jetzt nicht einblenden, aber oh ja, es läuft, ja, es läuft. Bei Beutel und dann hier was glaube ich Karte und einsetzen jetzt wir müssen dann glaube ich einfach durchlaufen wie es aussieht und können einfach wieder zurückgehen. Und sagen wir jetzt auch mal von also ich bin da unten für eine Frau, ja, für ein Mädchen, wenn wir mal ansprechen wollen. Ist meine Medaille nicht total schön? Wenn man die Hinweise auf den Tippmedaillen befolgt, kann man noch viel mehr mit einem Sammeln. Gut. Jetzt hier lang, Alter. Ich weiß nicht mehr, wo man lang gehen muss. Alter. Kann auch mal gucken. Das will ich jetzt. Oh, da kriegen wir es. Was unten ist. Ich sehe nicht mehr, ich sehe nicht mehr. Ich bin jetzt hier lang. Geil. Eis. Gegner, okay. Ob wir hier rein können? Nein, das passiert nicht. Dann müssen wir weiter gucken. Gucken. Mal den hier mal kurz befragen, was der so sagen hat. Okay, ja. Hey du, weißt du über die Kampfbox Bescheid? Du kannst sie über den PC im Pokémon Center benutzen, siehst du? Praktisch. Laufen wir erstmal weiter. Hier sieht ja schon mal so aus, als wäre da unten mal eine Fähre oder so was ähnliches. Vielleicht können wir da ja einsteigen und da mal hinfahren. Gehen wir jetzt hier runter und gucken, was da unten mal hier, schalte zunächst das CGA ein. Dann berühre die Schaltfläche mit der Aufschrift verbunden in der Mitte. Das Siegers und hier das Passierlogbuch an. Hast du ein Problem?
Wo ist jetzt hier das passiert? Aber hier kann man anscheinend mal so weit. Ja, hier kann man Nachrichten mal setzen, das hier und jetzt. Ich glaube, an sich. Ja, einfach mal, okay, ich habe. Etwas. Gucken wir mal, was der jetzt sagen hat. Schalte zunächst das CGA ein. Dann würde die Schaltfläche mit der Schrift drahtlos und danach zur Kontaktebene. Wäre es mal aus, wenn du Zeit hast. Ja, okay, können wir machen. Können wir da oben mal nachschauen in diesen See, außer was da auch mal sein soll. Dann mal hier weiter und so. Kapitän gibt sein Debüt in Pokerwood. Er meinte, wenn seine Tochter gleich sich erinnert an und Frontfrau einer Band sein kann, dann könne er auch sowohl Kapitän als auch Schauspieler sein. Das geht nicht. Oh Mann, wir müssen erstmal hier. Aber wir müssen erstmal nach Pokerwood, wie es auch mal heißt. Dann gehen wir erstmal hier. Wir können auch gucken, was die Tore öffnen. Nein, schade. Müssen wir wohl nach Puck so dumm aussieht. Ja, und da würde ich mal. Mann. Wie lange, da müssen wir da bestimmt durch das Tor da. Teil dadurch. Und da müssen wir erstmal nach oben gehen. Und nochmal aus. Dann müssen wir hier durchgehen. Oh, lauf einfach nur, ich hab was zu warten. Ja. Ja, komm, 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 komm. Schon laufen, ich meine. Okay, wir sind im Poco. Wie kann man. Durchaus, dieser Trainer hat das gewisse Etwas. Ja, unser Nachwuchs.
Hoffnung sollte in Kürze hier eintreffen. Ah, wie aufs Stichwort. Jetzt muss ich erstmal mit diesen Leuten erstmal wieder quatschen. Willkommen in Pokéwood. Schön, dich zu sehen. Wir haben schon auf dich gewartet. Ja, danke, danke. Darf ich vorstellen, das ist Mr. Woody. Er ist hier der Boss. Okay. Wie wäre es in der Zwischenzeit mit einer Führung über das Gelände? Wieder guckt der guckt verwirrt. Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann bekommt er gleich einen Einblick in die wunderbare Welt der Filme. Pokéwood ist eine Traumfabrik. Wer sich nach Nervenkitzel oder großen Gefühlen sehend ist hier genau richtig. Angenommen, ich werde versuchen. Mich zu war einfach so weit zu ewig lange. Ja, ist eben wieder. Ich bin stolz. Mr. Woody zu arbeiten. Sie sich. Einer, die ist. Er ist nicht bald mal genug zum. Da, jetzt auf. Wir haben nicht viel Zeit. Also jetzt würde ich mit euch erstmal ein bisschen rumlaufen. Auch schon echt nervig finde. Auch wenn echt meine Schütte, das wollte ich auch nicht machen. So, also. Und wir laufen immer noch weiter. Jetzt sagt er euch erstmal zunächst will ich dir kurz erklären, was wir hier in Pokéwood überhaupt tun. Pokéwood ist eine Filmschmiede. Wir drehen hier einen Streifen nach dem anderen um den Kino. Ist ein möglich. Und jetzt noch ein bisschen weiter. Das, ja, und ich höre. Und die laufen und laufen einfach nur. Und es ist einfach so nervig. Wie lange denn die einfach nur laufen? Kann man ein bisschen schneller laufen. Lauft. Ja, und jetzt geht er erstmal mit euch, glaube ich, da rein. Ich auch erstmal was finden. Und dann wird er euch erstmal da was noch zeigen. Und erklären natürlich. Und das einerseits bestimmt für manche spannend ist und für manche auch nicht. Das hier ist unser Filmpalast, also sozusagen das Kino. Selbstverständlich gibt es da. Darin immer die neuesten Filme zu Filmstars. Komm schon, geh doch einfach mal hinein.
Ja, darauf freue ich mich. Ja, lauf einfach nur, ich hab ja, alter Lauf. Ja, und da seht ihr schon diesen irgendwie diesen Wachmann oder sowas, was da ähnlich sein soll. Eigentlich wollte ich euch zeigen, wie man nach kommt, aber wen haben wir denn? Oder das ist da. Wen haben wir denn da? Das ist doch der Treppenhaus. Dank dir habe ich meinen Traum erfüllt, um mein lange sehnte, dass dieses Talent nach Bockerwood kommt. Verstehe, du hast also meine Mika herausgefordert. Da musst du ein ziemlich guter Trainer sein. Ja, sind wir. Ja, bin ich. Oh, ach ja. Gleich fängt der Film an, in dem ich mitgespielt habe. Wenn du über dein Filmdebüt nachdenkst, solltest du ihn dir ansehen. Oh Mann. Aber nicht. Und gute Idee, das wird für dich sehr lehrreich sein, Ash. Ausgezeichnet, auf geht's. Ach ja. Ja, und jetzt geht der auch und die anderen für gesagt, dass wir hingehen ins Kino. Also. In den Filmpalast. Gut, schau uns deinen Film an. Dann seinen Film an. Aber jetzt passt nur noch da vielleicht. Stehen wir daneben. Willkommen im Pucke. Gut, Filmpalast, das ist der Schalter. Oh Mann, aber nicht. Hier kann einen Film aussuchen, den du dir ansehen möchtest. Es gibt auch Kinosäle ganz schön luxuriös, was? Ja, kann man sagen, aber mein Debüt. Jetzt auch gehen wir erstmal da rein. Jetzt sind wir da drin. Machen wir jetzt mal ein bisschen Himmel. 3, 2 und 1. Start, jeder Film beginnt. Oh Mann. Ja, und. Hier seht ihr. Ja. Der Film fängt jetzt an, aber. Ja, und er läuft jetzt erstmal. Da steht Super Sandro gegen einen Helden im besten Alter. Geil. Ja, ich hoffe, dass er bemüht wird, sonst wird echt. Wäre ich echt mal sauer hier. Und da seht ihr die ganzen Zuschauer hier. Da steht ein idealer Vergnügungspark, ist ein Vergnügungspark voller Gelächter, doch ein
Oh, und jetzt bleibt es erstmal noch. Ich würde sagen, ich folge das kurz noch. Ja, und der Film war endlich vorbei. Und es geht schon weiter. Danke, dass du dir den Film angesehen hast. Mein langer Sinn des Filmlebens mein Traum hat sich erfüllt. Wie meinst du das? Für jeden Menschen gibt es Dinge, die ihm liegen und Dinge, die ihm nicht liegen. Liegen, das ist mir klar. Aber als ich meine Tochter gesehen habe, die versucht, ihre Verantwortung als Leiterin und ihren Traum von einer Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, wollte auch ich versuchen, endlich meinen. Man hört auf zu leben, wenn man seine Träume aufgibt. Ist das nicht so? Punkt. Ich kehre erstmal zu meinen Pflichten zurück. Oh, eines Tages werde ich zum Film zurückkommen. Bis dahin überlasse ich dir meinen Platz als Filmstar. Oh, ey, ich hab keinen Bock mehr. Jetzt haut erstmal ab. Jetzt drehe ich nochmal um. Nein, ich muss mal mit ihm quatschen. So, wir sollten langsam gehen. Oh, ey, Mr. Woody ist bestimmt fertig mit seinen Vorbereitungen. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch nach Stratosee und sonst gar nichts mehr. Da muss ich noch mal ein bisschen laufen, Alter. Shit. Jetzt lauft er wieder noch mal mit uns. Und jetzt, ich hasse. Das. Ja, es dauert einfach nicht mehr. Es dauert einfach nur so unendlich. Dauert. Man sieht, die laufen fast in Zeitlupe. Die laufen schon ganz. Ich kann es nochmal das Tempo. Bei diesen Drehdings, wo die ganzen Filme hergestellt werden und ich habe hierin befinden sich die Studios. Alle Filme, die in Puckerwood produziert werden, nehmen hier ihren Anfang. Komm, lass uns hineingehen. Oh nee. Ich bin mir sicher, Mr. Woody wartet drin schon auf uns. Quatsch nochmal mit unten. Nee. Ui. Sie hauen einfach nur schnell. Ich mache sonst gar nichts. Das einfach nur. Ausgezeichnet, vielen Dank. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Ich bin Mr. Wu, dein Talent als Schauspieler zur Verfügung stellst. Oh nee. Mein Talent, Sucher meinte, man sieht dir gleich an. Als ich dich vorhin dann zum ersten Mal gesagt
Konnte ich es kaum glauben. Dieses Kind wird nur die Herzen der Kinobesucher erobern und zu einem absoluten Superstar aufsteigen. Ja, da hast du sicher recht. Ich gehe auch schwer davon aus, dass einen. Ich bitte dich, versuch's einfach mal. Warte, ich habe extra für diese Angelegenheit einen absoluten Topstar. Also für, als Filmpartner für dich in engagiert. Schau erstmal. Mein Name ist Sandro, nett dich kennenzulernen. Der gute Sandro ist das Aushängeschild von Pokot. Ein Star der Extraklasse. Und ich habe hier genau das richtige Drehbuch für einen alten Hasen wie ihn. Und ein junges Nachwuchstalent wie dich. Dein entschlossener Blick gefällt mir. Ich freue mich schon drauf, mit dir vor der Kamera zu stehen. Ja, nerv nicht. Ja, und jetzt muss ich einfach erstmal. Oh nee, ah, das ist wie immer. Was, Sandro? Na schön, wenn du einen Film drehen willst, musst du nur meinen Mitarbeiter dort ansprechen. Und keine Sorgen, wenn es nicht sofort so klappt, wie du es dir vorstellst. Lass einfach alles raus. Los, Ash, ich zähle auf dich. Wenn ich ins Zeug, dann kannst du im Blatt schon bald deine eigenen Streifen sehen. Geh einfach mal hier rein. Gut, aber jetzt gehen wir hier rein. Aber erst muss. Einfach noch ein bisschen. Nein. Ja, nur hier drin. Und werden jetzt mal was drehen, was. Oh, geht nicht endlich. Oder müssen wir nochmal was an. Eigentlich meine eigenen Pokémon. Tut mir leid. Dein Team ist sicher ganz toll, aber fürs Ersatzstudio du dich lieber auf die Pokémon des Studios verlassen. Oh, fein. Und welche Pokémon möchtest du am Set einsetzen? Oh, Leih-Pokémon. Fein, fein. Wir werden für die Dreharbeiten ein passendes Team zur Verfügung stellen. Fein, jetzt können wir die Dreharbeiten. Wie ihr seht, ich laufe jetzt erstmal hier rein. Alles klar, fangen wir an. 3, 2, 1, Action. Zwei. Einfach nur ein bisschen steigen, sonst gar nichts.
Jetzt werden wir erstmal hier gegen Sandro. Film ab in Ruhe. Oh ja. Ich schätze mal, ich will das euch nochmal. Ja, und dann mal. Und dann wir. Ja. Ich glaube, wenn wir das jetzt erstmal geschafft haben. Gleich Pass auch fürs Video von Regina erstmal und wir müssen jetzt noch erstmal anquatschen, oh Scheiße. Filme und ins Kino rein, ja kannst du. Ich möchte nur jetzt hier raus. Vielleicht gleich Spiel speichern. Ja, aber ich will auch hier noch mal einen kurzen Cut noch mal reinschneiden und wir ins ja und jetzt könnt ihr noch mal im Film passen was war schon Film noch anschauen wenn ihr das wollt ich weiß jetzt nicht mal ob man das muss ich hoffe es steht jetzt steht einfach nur so unheimlich. Es leckt einfach nur so ein bisschen. Ah. Lauf einfach nur nach. Na, Mann. Oder hier ging es doch lang, ja. Ah, und es ist einfach nur so. Einen Film anzuschauen. Also passt dann auf jeden Fall. Und jetzt laufen wir hier nach unten. Und jetzt sind wir hier draußen. Gehen hier zur Seite. Gehen erstmal hier weiter. Ah. Dann gehen wir jetzt hier noch hier runter. Kann noch einmal übergehen. So, ja. Passt. Ich hoffe einfach, dass wir es bald geschafft haben für dieses. Und ihr seht Team Passmaster. Und dann.